Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in Aylwoods eingedrungen, im Level Das Plateau. Und haben da ein Portal erreicht. Und müssen jetzt mal schauen, wo wir genau gelandet sind. Hoffentlich irgendwo in der Nähe von Yazindra, denn wir wollen sie ja entführen. Sonst tötet uns Modessa wahrscheinlich, wenn wir das nicht schaffen. So, ich würde sagen, nehmen wir nochmal die Assassinen oder nehmen wir mal einen anderen Charakter? Also ich habe eigentlich so viel Spaß daran, mit der Assassinin zu spielen. Ja, machen wir mal die Assassinin. Ich habe noch ein, zwei Level im Hinterkopf, wo wir mal einen anderen Charakter nehmen können. Aber irgendwie, das macht mir gerade so viel Spaß einfach. Das möchte ich weiter benutzen. So, die Leichtrüstung, Mittelrüstung, nee, können wir uns nicht leisten. Außer wir nehmen andere Munitionen mit. Aber möchte ich das wirklich? Möchte ich die bessere Rüstung haben und dafür schlechtere Pfeile? Oder weniger Pfeile eigentlich? Die Brandpfeile sind jetzt irgendwie nicht so nützlich. Also wenn wir stattdessen Feuerpfeile mitnehmen, können wir uns... Nee, dann können wir uns die noch nicht leisten. Klar. Aber dann müsste ich weniger Sprengpfeile. Das ist so das Haupt... Die Hauptgeldsenke. Oder weniger Heiltränke. Das möchte ich eigentlich nicht. Nee, wisst ihr was? Dann nehmen wir einfach doch hier die 50 Brandpfeile mit. Dann stocken wir einfach voll auf. Ja, das ist alles auf dem Maximum. Sprengpfeile auch, oder? Und dann machen wir das einfach so. Ja, hier schön mit dem Elfenbogen. Besten Dolch, die meisten Heiltränke. Dann heben wir uns die mittlere Rüstung für später auf. Wir kriegen ja noch genug Gold. Ich meine, allein nach dem nächsten Level dürften wir nochmal 1000 kriegen. Wegen 500 einsammeln und 500 nochmal am Ende haben. Und dann kriegen wir das schon hin. So, ich würde sagen, dann spielen wir einfach so und gucken uns das Ganze mal an. Yazindra, da die Prinzessin nicht in der Nähe des Portals zu finden war, siehst du dich gezwungen, weiter ins Territorium der Enklave vorzudringen. Aber jetzt sind alle vor dir gewarnt, warum auch immer. Aber naja, ich habe da jetzt keine Speer gesehen und alle, die ich gesehen habe, habe ich getötet. Aber hey, sie haben ja auch einmal diese Altdruidin durch das Portal geschickt, also man weiß ja nie. So, unsere Missionen. Nimm Yazindra gefangen. Du musst Prinzessin Yazindra finden und gefangen nehmen. Okay. Kehre durch das Portal zu Mordessa zurück. Also scheint es dann tatsächlich eine Mission zu sein, wo wir Yazindra finden, wenn wir auch als Mission haben, dass wir zu Mordessa zurückkehren sollen. Alles klar. Dann gucken wir uns das mal an. Ich meine, eigentlich ist rollenspieltechnisch auch die Assassinin für diese Mission wunderbar geeignet, weil das ist ein Charakter, der eigentlich dafür da ist, irgendwo ungesehen reinzukommen oder halt die Leute, die gesehen werden, werden halt schnell umgebracht. Und für solche Infiltrationsmissionen, wie zum Beispiel eine Entführung, ist das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Also ich wollte gerade sagen, habe ich den Bogen nicht dabei, aber doch, alles klar. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass hier was in den Bäumen versteckt ist an Gold, das ich nicht sehe. Aber ich glaube, so gemein ist das Spiel nicht. Aber ich meine mich zu erinnern, dass das hier ein Level war, wo ich bei meinem privaten Spielen damals... Oh, 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 oh. Da kommt direkt noch jemand. Wen haben wir denn da? Oh, direkt zwei Gegner. Alles klar, ich bleib mal lieber in Bewegung. Oha. Wo ich tatsächlich Probleme hatte. Oh Gott, ich muss hier weg. Nein! Alles Gold zu finden, weil teilweise das echt gut versteckt war. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so war oder ob ich einfach nur zu blind war. So, Moment. Ich brauche andere Pfeile. Du kriegst jetzt so einen Sprengpfeil ab. Danke. Aber das werden wir ja sehen, wie sehr das ist. Auf jeden Fall sollte das hier auch wieder ein etwas längerer Level sein. Glaube ich, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Und ich hoffe es ein bisschen, denn mir macht das mehr Spaß, längere Aufnahmen zu machen. Und die letzten Level waren ja wirklich recht kurz. Deswegen mal schauen. Ich gucke mir jetzt hier nochmal den Rand an. Nicht, dass ich da irgendwas übersehe. Es wäre jetzt übrigens cool, wenn ich hier aus Versehen reinspringe und dann, oh, ja, bist du wieder zurück beim Plateau. Level vorbei. Game over. Oh, guck mal, ein Heiltrank. Den nehmen wir gerne mit. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob der schon vorher da war oder ob der nicht von dem Ritter fallen gelassen wurde, der am Anfang kam. Den haben wir ja da umgebracht. Aber schauen wir einfach mal. Ja, hier scheint sonst weiter nichts zu sein. Bis auf tolle 2D-Bäume. Aber nun gut, solange es funktioniert, ne? Solange es von hier aus gut aussieht. Ja, na gut.
Was haben wir denn hier? Ein Schmetterling. Und ich glaube, es wird Zeit, dass ich wieder ein paar Pfeile ausrüste. So. Ich habe ein bisschen Sorgen, was mich hier hinter der Tür erwartet. Hallo? Haha, okay, es hat sich niemand hinter der Tür versteckt. Aber der Schmetterling ist hier reingekommen. Und da ist noch ein Schmetterling. Ha. Na gut. Dumm. Nein! Ah, ich wollte es doch nicht abfeuern. Naja, Pfeile verschwendet ist nicht so schlimm. Ich meine, der Gegner hat sich ja selbst in die Luft gesprengt. Boah, was ist denn hier los? Oh! Wo bist du hin? Wo bist du hin? Zwergenpionier. Oh oh. Geh weg, geh weg. Nein, 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 lass mich raus. Boah, das war knapp. Okay, aber irgendwie hilft deren Panzerung nicht so sehr. Das finde ich gut. Zumindest, wenn ich in den richtigen Stellen treffe. So. Da zum Beispiel. So, wo gehen wir lang? Achso, das ist einfach nur so ein Kreisverkehr hier. Das finde ich gut. Ist hier oben irgendwas versteckt? Nö. Das finde ich auch gut. Naja, eigentlich ist es schade, weil ich gerne Geheimnisse entdecken würde. Aber eigentlich, ich meine, solange wir alles finden und hier nichts großartig versteckt ist, was wir dann übersehen können, ist das auch in Ordnung. Ja, ist klar. Haben die das einfach von da oben runtergeworfen? Ich fasse es nicht. Wie feige. So, na, kannst du nicht so drüber springen, bitte? Danke. Das Problem ist jetzt natürlich, habe ich da nicht irgendwie... Ja, da habe ich was gehört. Haha. Oh, der hat mich da auch getroffen. Verdammt. Ich dachte erst, ich hätte ihn getroffen, bevor er mich treffen konnte. Aber naja. Jetzt kriegen wir sogar noch ein paar Pfeile. Was auch immer das für Pfeile waren. Oh, Distanzpfeile. Oder? Nee, wir haben 60 Distanzpfeile auch gehabt, oder? Hä? Okay, keine Ahnung. Oder hatten wir nur 50? Ich meine, wir hätten 60 gehabt. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ui. Schön. Schön, schön, schön. Okay, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Was kann schon dabei schief gehen? Nicht. Oh, oh. Andere Pfeile, andere Pfeile, andere Pfeile. Sprengpfeile. Sie sind so toll. Ich mag sie sehr gern. Okay. Weiter im Text. Ein Checkpoint, schön. Ein schöner Ofen zum Warmhalten. Oh ja, ich sehe schon, da hinten wird auf mich gezielt. Mal schauen, ob wir da was mit den Distanzpfeilen anrichten können. Jawohl. Schön, dass hier die Fensterscheibe überhaupt nicht kaputt geht, wenn ich da durchschieße. Weil das ist definitiv Fensterglas. Das ist nicht nur ein Gitter. Von wo? Von wo? Das klang wie ein Ritter. Kommt er gleich durch die Tür? Wo ist, schießt denn da jemand auf mich? Ach, da hinten. Okay, Moment. Das ist schön. Die kriegen mich nicht getroffen, aber ich kann sie von hier aus schön einen nach dem anderen erledigen. Aber ich glaube, das war es jetzt auch schon. Die zwei sind die einzigen, die ich erledigen kann. Weil der Ritter kommt hier anscheinend nicht rein. Ach, hier ist die Tür geblockt. Oh, toll. Okay, dann lasse ich mal die Explosivpfeile, beziehungsweise die Sprengpfeile heißt es ja, ausgerüstet. Hä, wieso ist denn jetzt da drin? Wie ist der jetzt da reingekommen? Hier ist die Tür immer noch zu. Na gut. Ist jetzt egal. Schauen wir uns hier mal weiter um. Hier sind ja noch ein paar Häuschen. Das, oh, ein Schlüssel. Okay, ich habe mittlerweile raus, was, wofür die rostigen Schlüssel gut sind. Und zwar braucht man die immer, wenn man eine Karte findet zu einem optionalen Level. Dann sind die immer in so einer Kiste oder halt in einem Schrank. Und die sind abgeschlossen. Und dafür braucht man dann immer den rostigen Schlüssel. Also schätze ich mal, wenn das jetzt nicht die falsche Information ist, die ich da habe, wenn ich das falsch kombiniert habe,
dass wir in diesem Level wieder eine Karte finden können zu einem optionalen Level. Das finde ich gut. Denn das heißt mehr Geld. Und das heißt, ich kann mir bald die mittlere Rüstung leisten. Oh, Hallöchen. Und auf Wiedersehen. Was ist das? Ist das noch ein Schlüssel? Ach, ein hölzerner Schlüssel. Alles klar. Aber das ist nicht der rostige Schlüssel. Das ist ein hölzerner Schlüssel. Das ist ein anderes Item. Okay, da hinten möchte ich noch nicht hin. Ich möchte erstmal hier hoch. Kann ich hier hoch? Ja, natürlich kann ich hier hoch. Und da hinten ist noch jede Menge Gold. Ist auf dem Dach irgendwas? Ich komme nicht auf das Fass drauf. Aber ich komme bestimmt hier drauf und dann kann ich hier nicht hochspringen. Schade, aber vielleicht von hier. Mit ein bisschen Anlauf, jawohl. Aber hier ist sowieso nichts. Schade. Schade, schade, schade. Okay, da scheint auch nichts zu sein. Aber wir können hier runter. Aua. Oh, 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 weg hier, weg hier, weg hier. Nein! Ah, verdammt. Aber die Sprengpfeile sind unglaublich cool. Weil, wie man sieht, jetzt die Ritter einfach direkt mit einem Pfeil sterben. Vorher brauchte ich immer zwei Pfeile. Aber so ist es echt gut. Alles klar, so, dann gehen wir nochmal hier hoch. Jetzt sieht man auch, warum wir die Tür nicht aufbekommen haben. Da sind Kisten vor. Da oben ist die Karte, okay. Aber da brauche ich doch den Schlüssel gar nicht für. Dann war meine Theorie nicht richtig. Na, du hast eine Karte mit dem Weg nach Hochtal gefunden. Alles klar, schauen wir uns demnächst mal an. Wenn wir ja Sinn reinführt haben, würde ich sagen. Diesmal brechen wir unsere Mission nicht in der Mitte ab. Wie zum Beispiel im Haus der Träume, um mal irgendwo anders hinzureisen. Nein, diesmal bringen wir unsere Mission zu Ende, bevor wir eine Urlaubsreise machen. Ja, tolle Urlaubsreise. Schön zur Entspannung. Einfach ein paar Leute der Enklave abmetzeln. Ich meine, wer macht das nicht zum Urlaub, ne? Das ist doch gerade voll im Trend. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte meine Sprengpfeile ein bisschen aufsparen. Aber ich habe ja eigentlich noch so viele. Ich habe ja gerade mal 6 verbraucht und einen davon verschwendet. Ich gucke mich hier nochmal genau um. Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Aber scheint hier nicht der Fall zu sein. Okay. Okay, okay. Interessante Treppe auf jeden Fall hier. Whoop. Da kommt man schon mal, wenn man nicht in Form ist, kommt man hier schon mal zum Atmen, wenn man über den Fluss will. Da ist es vielleicht einfach drüber zu springen. Und hier kann auch überall was herkommen. Vor allem aus dem Portal kommen. Ja. Zwergen, komm. Ich möchte mal nicht die Sprengpfeile verschwenden. Wir haben ja so viel offene Fläche. Hier kann ich gut ausweichen. Ach, der kommt hier sowieso nicht rüber, oder was? Oh. Ja, so wie der einfach mal drüber springen, anstatt die Treppe zu benutzen. Diese Brücke. Oh. Und noch ein Heiltrank. Dankeschön. So, ist hier noch irgendwas versteckt zufällig? Sieht nicht so aus. Schade. So, kommt da noch irgendwas aus dem Portal? Wie gut, dass ich ein bisschen vorsichtig bin. Und wie gut, dass ich immer besser mit der Assassinin werde, dass ich die einfach so ausschalten kann. Haha. Und falls ich das dann mal nicht hinkriege, habe ich immer noch die Sprengpfeile. Alles gut. Es ist tatsächlich, es ist einfach wirklich krass. Ich meine, dass ich vorher mit der Jägerin nie wirklich gut klargekommen bin und jetzt die Assassinin einer meiner Lieblingscharaktere ist, das ist auf jeden Fall cool. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich das so im Verlaufe des Let's Plays entwickeln würde. So, und ich glaube, ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Ich glaube, ich habe hier alles, deswegen können wir das Portal betreten. Oder habe ich hier alles mitgenommen? Eigentlich müsste ich alles mitgenommen haben. Ich habe mir alles ganz genau angeschaut. Na gut, dann gehen wir mal durchs Portal. Und schauen uns an, ob wir das finden. Okay, Moment, Moment. Ach, verdammt. Ja, komm, 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 komm. Gerade auf mich zu. Okay, nein, nicht so, nicht hinterm Baum verstecken. War ein bisschen blöd, dass ich dir erst den Distanzpfeil ins Bein geschossen habe. Das war ein bisschen doof, aber naja, egal. Es hat ja auch geklappt. So, haben wir noch irgendwas?
Irgendwas Verstecktes. Ui, hier sind so viele. Nein, nicht darunter. Geh wieder hoch. Ich komme da nicht mehr hoch. Verdammt. Das könnte schlecht sein. Genau wegen sowas. Angre! Okay, alles klar. Wir können auch mal die Feuerpfeile ausprobieren. Brandpfeile. So, ich schaue mich nochmal ganz genau um. Nicht, dass hier im Dickicht irgendwo irgendwas Schönes versteckt ist, was ich übersehe. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Kann ich da lang? Nee, schade. Okay. Hallo? Ja, Syndra, bist du hier irgendwo? Ich bin gekommen, um dich zu holen. Hallo, hallo. Keine Gegner, das beunruhigt mich ein bisschen. Ich glaube, ich gehe mal wieder auf die Distanzpfeile. Oh. Hi. Aber wir haben doch schon einen Ork. Warum bist du hier schon wieder? Herr Bombardier. Sei froh, dass ich mich nicht erschossen habe. Wow. Ich bin eher froh, dass die mich nicht erschossen hat. Alles klar. Alles klar. Wie bist du überhaupt hier hingekommen? Ich meine, Modessa hat nur uns hierhin teleportiert. Das ist... Oh. Aha, aha, aha. Aua. Aua. So, noch irgendwer, der sich mit uns anlegen möchte? Ja, nein, vielleicht. Okay. So, wir schauen uns erstmal hier unter den Brücken genauer um. Aber hier scheint nichts zu sein. Oh, der Baum schwebt, alles klar. Oh, die da hinten auch. Guckt euch das mal an. Schön. Schwebende Bäume. Ja, sowas hat nur die Enklave. Das ist ein Importprodukt. Vom Mond. Genau, da gibt es nämlich schwebende Bäume. Klar, habt ihr nicht aufgepasst im Unterricht? Oh, was haben wir denn da? Ein roter Edelstein. Gut, dann gucken wir uns erstmal hier oben um. Ich meine, da unten sind nochmal 5 Goldstücke. Und wenn der hier 250 wert ist, dann haben wir damit alles Gold. Ich weiß aber gerade nicht, wie viel er wert ist. Es könnten auch nur 150 sein. Und 150 ist wahrscheinlicher, sonst könnten wir nicht das hier einsammeln. Was bedeutet, dass da noch mehr Gold versteckt sein muss irgendwo? Okay, schauen wir uns das einfach mal an. Ich meine, es ist relativ offensichtlich, dass wir da runter müssen, sonst wäre da nicht der Ork. Nein, ich möchte nicht aufladen. Okay, Moment. Machen wir das hier und dann sollten die... Wir sind immer noch aufgeladen. Na gut. Dann verschwenden wir eventuell gleich ein paar Pfeile. Hallo? Jemand zu Hause? Ach, hier brauchen wir den rostigen Schlüssel. Alles klar. So, wie viel bist du wert? 150. Alles klar. Haben wir hier zufällig irgendwo noch einen blauen Edelstein? Das wäre ziemlich cool. Ich sehe schon vor mir, dass ich hier wieder nicht alles Gold finde, weil es irgendwie zu gut versteckt ist oder so. Na gut, egal. Gehen wir erstmal runter. Weil ich bin der Meinung, ich habe jetzt alles abgegrast. Ich gucke noch mal kurz um die Gebäude rum, auch wenn ich das schon mal gemacht habe. Aber man weiß ja nie, ne? Lieber doppelt nachgeschaut als einmal zu wenig. Aber das scheint hier alles komplett abgegrast worden zu sein von mir. Okay, na gut. Dann schatten wir mal den Bombardier einen Besuch ab. Und gucken mal. Wahrscheinlich ist da ja Syndra drin. Und dann gucken wir mal, dass wir die irgendwie mit uns mitschleppen. Ah, Moment, wir gehen den offiziellen Weg. Ich meine, wenn die den hier schon so schön aufgebaut haben, dann sollten wir das auch ehren, indem wir den benutzen. Ach, wir sind wieder mal noch am See, alles klar. Mir folgen sie drin, alles klar. Das kannst du mit mir nicht machen. Ach ja, hast du sie gerade umgehauen? Okay. Ich soll sie aber schon Leben zurückholen, ne? Weil ich meine, wir brauchen ja ein jungfräuliches Blutopfer. Ich finde es übrigens... Ob hier irgendwas ist? Ich habe ein bisschen Angst, dann wieder zu sterben. Ich vermute mal, das ist nur, um wieder herauszukommen. Aber
Ich finde das übrigens sehr interessant, dass die einzige Person, ja, in dieser gesamten Welt, die für ein jungfräuliches Blutopfer in Frage kommt, ja, Syndra ist. Das sagt ja einiges über diese Welt aus. Ich meine, wenn alle anderen Frauen und alle anderen Männer keine Jungfrauen mehr sind. Ne? Also zum einen ist die Gesellschaft sehr offen, aber warum ist dann Syndra noch Jungfrau? Ich meine, sie sieht jetzt nicht so jung aus. Und das ist seltsam. Und was ist mit Kindern und überhaupt? Und naja, egal. Ich glaube, man sollte das nicht weiter hinterfragen. Wie auch immer. Haben wir noch irgendwas an Edelsteinen oder so? Oh oh. Oh oh, oh, die stehen ja alle wieder auf. Da hast du aber keine gute Arbeit geleistet, Herr Bombardier. Ich fordere euch herab. Du forderst mich was? Ich habe deinen Satz leider nicht komplett mitbekommen. Könntest du das nochmal wiederholen? Okay, uns fehlen irgendwie noch 50 Gold. Das heißt, ein kleiner Edelstein. Ich hoffe ja ein bisschen, ich meine, wir müssen ja noch zum Portal zurück. Ich hoffe ja, dass das von irgendeinem Gegner noch fallen gelassen wird. Deswegen, du hast Prinzessin Syndra gefunden. Genau, wir stecken sie einfach in unseren Pfeilköcher hinten rein. Und nehmen sie einfach mit. Ja, passt. Oh, geil. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt auch nicht nur ihren Kopf mitgenommen, wie es da angezeigt wird, sondern den gesamten Körper, weil sonst könnte Mordessa uns einen Kopf kürzer machen. Nee, da ist das Portal. Ich habe tatsächlich 50 Goldstücke irgendwo übersehen. Die Frage ist jetzt bloß, wo? Das ist wie beim letzten Mal, als ich den Level gespielt habe. Da haben mir garantiert auch die 50 Goldstücke gefehlt. Ich weiß nicht, wo. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man... Ich muss mir den Level nochmal angucken. Also ich meine, ihr könnt ja zum Ende springen, falls ihr das jetzt nicht sehen möchtet. Und das ist ja dank der YouTube-Suchleiste jetzt nicht so kompliziert. Aber irgendwo, ich möchte jetzt diese 50 Goldstücke finden. Ich habe keine Lust, den Level nochmal zu spielen. Wo könnte ich die denn übersehen haben? Moment, ich komme wieder zurück. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir nochmal ganz zum Anfang des Levels. Ich wüsste jetzt aber auch tatsächlich nicht, wo ich das übersehen haben könnte. Ha. Aber vielleicht sehen wir es ja auch, wenn wir einfach den Level hier rückwärts entlang gehen. Das hilft ja manchmal. Da gibt es ja auch zum Beispiel in Dungeon Siege, in der... Waren es die Krypta oder war es die Gruft des Heiligen Blutes oder wie es hieß? Ich glaube, Krypta des Heiligen Blutes. Da gibt es dann einen Hebel irgendwo an der Rückseite einer Wand, den man nur sieht, wenn man den Dungeon rückwärts entlang geht oder halt die Kamera dreht. Aber der ist schon ziemlich gut versteckt. Genau wie diese 50 Gold. Moment, wir gehen nochmal eben ganz zurück. Das ist ja direkt hier. Und dann gucken wir nochmal. Also ich glaube nicht, dass das Gold irgendwo hier in den Büschen versteckt ist, im Unterholz. Aber wir gucken uns das trotzdem nochmal kurz an. Schaden kann es ja nicht. Ne? Wie schon gesagt, lieber einmal zu viel nachgeschaut als einmal zu wenig. Auch wenn ich mir das hier am Anfang eigentlich relativ gut angeschaut habe. Bin ich zumindest der Meinung. Aber ihr seht, manchmal ist es echt fies versteckt hier in dem Spiel. In den letzten Leveln war es ja recht einfach, sämtliches Gold zu finden. Aber hier... Ah. Okay, hier scheint es schon mal nicht zu sein. Ich gucke nochmal hier ganz kurz in die Ecken von den kleinen, naja, Pseudotürmen. Ob das da irgendwo versteckt ist, aber es scheint hier nicht der Fall zu sein. Okay, alles klar. So, ist es hier irgendwo in den Dachbalken versteckt? Auch nicht. Irgendwo hier hinter den Kisten. Kann ich hier irgendwas kaputt schlagen? Nein, kann ich nicht. Okay, nächster Raum. Nichts hinter der Tür oder so. Nichts oben im Dachgebälk. Okay. Nein, hier ist auch nichts versteckt. Hm. Da hinter den Kisten zufällig? Nein, schade. Schade. Aber naja, es ist wenigstens ein ganz gutes Training für unseren Charakter, wenn wir die ganze Zeit hier Syndra mit uns rumschleppen. Ja, ich meine, die wiegt ja auch ein bisschen was. Nee, hier ist es ebenfalls nicht versteckt.
Ja, aber wo ist es denn dann? Hier ist nichts. Ich meine, das habe ich ja eigentlich alles auch relativ gründlich abgesucht. Bin ich zumindest der Meinung. Ich meine, ihr könnt das jetzt ruhig in die Kommentare posten, so von wegen, ey, da hast du es übersehen, voll offensichtlich. Aber irgendwie, für mich ist es gerade nicht offensichtlich. Also überhaupt nicht offensichtlich, ne? Was haben wir eigentlich? Moment. Nee, hier können wir auch nichts machen. Und hier ist es auch leider nicht. Okay. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal wieder hier. Da im Gebälk ist es auch nicht. Und hier... Nee, da haben wir gerade eben schon geguckt. Okay. Alles klar. Okay, dann schauen wir uns mal wieder draußen um. Ja, vielleicht habe ich mich ja hier nicht genau umgeguckt. Schauen wir uns erstmal dieses Häuschen hier genauer an. Schön überall oben unten, hier hinter der Tür. Nein, schade. Vielleicht hier. Ne, hier oben hatte ich ja eigentlich geguckt und hier sehe ich auch nichts. Ha. Vielleicht kann ich irgendwo unter das Haus runter. Es ist vielleicht oben auf dem Haus drauf, aber da wüsste ich nicht, wie ich da hinkommen soll. Das müsst ihr ja sehen können. Also hier von der Seite ist auf jeden Fall nichts, was ich da sehen kann. Ist hier unten in der Klippe irgendwo? Nee, da stürze ich nur in meinen Tod und dann musste ich das Level sowieso nochmal machen. Weil ich dann wieder 10 Edelsteine verliere, 10 Gold verliere. Ja, von der Seite sehe ich auch nichts. So, Moment. Beim letzten Mal habe ich mir hier die Büsche sehr sorgfältig angeguckt. Deswegen gucken wir jetzt nochmal hier drunter so ein bisschen. Nein. Da oben auf dem Dach war ich ja drauf. Da habe ich nichts gesehen. Da oben auf dem Dach ist ebenfalls nichts. Aber wo kann der denn sein? Das ist doch nicht... Hä? Hier irgendwo versteckt in den Blättern? Nein. Ja, ich bin ein bisschen ratlos, um ehrlich zu sein. Das Innere des Hauses gucke ich mir gleich nochmal genauer an. Vielleicht ist es ja doch hier irgendwie versteckt. Kann ich hier hoch? Nein, da rutsche ich runter. Vielleicht am anderen Ende des Flusses. Moment. Ich möchte hier einmal raus. Ich dachte gerade, das wäre es hier. Aber das ist leider nur der Fels in der Brandung. Stein in der Brandung, wie auch immer. Hallo? Hallo? Ist da irgendwas? Nee. Nichts, was aussieht wie Gold oder Edelstein. Und hier ebenso wenig. Ja, wo kann das denn sein? Genau das gleiche wie beim letzten Mal. Ich sag's euch, genau das gleiche. Genau vor dem Problem stand ich bei meinem letzten Durchspielen. Ich habe es irgendwann gefunden, das weiß ich auch noch, weil ich habe es mit 100% durchgespielt. Mit allen Goldsäcken und allem drum und dran, aber... Ja, dich da unten waren wir ja, das ist ja... Oder? Doch, da müssten wir gewesen sein. Ja. Dann kamen wir irgendwann da raus. Und hier oben haben wir doch auch alles mitgenommen. Jetzt hätte ich da vielleicht noch die Vermutung hier hinter den Kisten. Aber da komme ich ja überhaupt nicht hin und da sehe ich auch nichts von hier aus. Hm. Ich gehe nochmal aufs Dach. Nee, ich sehe hier aber auch nichts auf dem Dach. Und da komme ich nicht hoch auf den Schornstein. Es ist ein bisschen zu hoch. Nee, ernsthaft? Wo? Okay. Dann scheint es ja nicht hier versteckt zu sein. Dann gehen wir nochmal in das letzte Gebiet. Und schauen uns da genauer um. Nee, hier ist aber auch nichts drunter. Hm. Das ist jetzt doof. Also ich meine, ich weiß, ich habe mich darüber beschwert, dass meine Videos jetzt so kurz waren in letzter Zeit, aber das jetzt so in die Länge zu ziehen, weil ich das Gold nicht finde, das ist ja auch irgendwie blöd.
Hallo. Gold. Also ich meine, ich bräuchte ja wahrscheinlich nur noch so einen blauen Edelstein. Da unten. Oh, ich habe ihn gefunden. Das ist ja gemein. Also gut versteckt, aber gemein. Hui, okay. Hätten wir das auch geschafft. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig. Dann ist auch geklärt, wofür die Treppe hier da ist. Dann hätte ich mich da mal besser umgeguckt. Naja, zu spät. Jetzt haben wir es ja auch geschafft. Und dann können wir ja Syndra einmal bei Mordessa abliefern. Und mal schauen, was jetzt nächstes für uns vorhat. Mit uns vorhat, wohl besser. So. Mission geschafft. 450 Goldstücke wurden hinzugefügt. 450 als Belohnung erhalten. Also nicht die 1000, die ich am Anfang der Folge angekündigt hatte, sondern 900. Aber das ist ja auch gut. Upsa. Eine neue Mission freigeschaltet. Der Vorposten in den Verliesen von Ielon. Und Ballista-Bombardement im Ort Hochtal. Alles klar. So, Mordessa, was hast du uns zu sagen? Oh. The massive form of Atar dwarfed anything else that they had ever encountered. His presence was terrifying, for he was essence of power and evil incarnate. Princess Yasindra screamed and squirmed with all her might, but there was no one left to save her from her fate. She was devoured, and thus Vatar was bound to Mordessa, his servant. There was no doubt that he would seize upon her first mistake, break the bond and claim the world as his own. But now he was to command Mordessa's armies, cross the rift, and crush the people of Selenheim once and for all. There would be no one to stop him this time. The servant adventurers were given yet another task of importance, to assist in destroying as many strongholds of the Enclave along the rift as possible, in preparation for the glorious invasion. As they set out to do their bidding, Mordessa studied the retreating forms. They had served her well, but now, since she had Vatar, they were expendable. Vatar's twisted form watched them as well, but for completely different reasons, hidden well beneath his visage of death and terror. Ja, das klingt erstmal nicht gut, was das Mordessa uns da jetzt als ersetzbar ansieht. Aber mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Wir haben auf jeden Fall jetzt zwei neue Missionen, Hochtal und die Verliese von Ielon. Aber wie es da weitergeht und vor allem, was es hier mit dem Ballistenbombardement auf sich hat, das wir hier in Hochtal haben, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ja, und bis dahin, macht's gut!